Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Linux, der Befehl OD. Hilfe erscheint nach der Eingabe OD Leerzeichen minus minus help. OD Octaldump gibt Dateien oder einen Eingabedatenstrom als dezimalen, oktalen oder hexadezimalen Dump aus. So können Binärdateien in eine lesbare Form gebracht werden. Jede Ausgabezeile enthält neben der eigentlichen Byte-Darstellung am Zeilenanfang noch ein siebenstelliges Adressfeld. Ein Beispiel zum Beispiel: Man könnte zum Beispiel eingeben OD minus C, das heißt die Ausgabe in ASCII-Zeichen und dann eine Datei, zum Beispiel mal eine Python-Datei, dann würde die Ausgabe so aussehen. Minus B bedeutet Oktalbytes. Minus I heißt dezimale Integer. Und mit minus F erscheint die Ausgabe in Fließkommazahlen. Und minus X am Ende noch hexadezimal. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.